So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, mal was ganz, ganz Außergewöhnliches. Bin ich dran gekommen, so Zaubertricks. Einmal richtig übersetzt, Seidentuch zu Ei. Ich hätte es vielleicht anders geschrieben, aber ein Seidentuch ist dünner, ist flexibler. Und warum das so sein muss, das zeige ich euch natürlich gleich. Das einmal hier so eine Riesenbox und ihr seht schon, ein Seidentuch wird zu Ei. Simpel. Ich weiß natürlich nicht, ob ich es so vor die Kamera jetzt hinkriege, weil sowas habe ich auch noch nie gemacht. Aber ich teste es natürlich. Und was habe ich noch? Hier so ein Zaubertrickkartenspiel, so ein Holzding. Aber heute geht es um Seidentuch zu Ei. Und wie das jetzt funktionieren soll, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Erstmal natürlich wichtig, die Box öffnen. Beschreibung. Hier ist das Seidentuch in Gelb. Und ein Ei. So. Seidentuch deswegen, es ist dünner, es ist flexibler. Man kann es ganz klein zusammenknuddeln. Normale Tücher, die sind etwas dicker und elastischer. Deswegen ein Seidentuch, nehme ich mal an. So, und jetzt haben wir hier die Beschreibung. Ah, perfekt in Englisch, wie immer. Aber mal eben durch. Ja, man soll das Ei so nehmen. Ihr seht es im Finger. Tuch drüber. Reinstecken. Aha, ich werde es natürlich jetzt mal ausprobieren. Nach dieser Beschreibung hin. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene andere Tricks. Gehe ich mal von aus. Aber jetzt werde ich das natürlich erstmal testen. So, nach Beschreibung. Das Beschreibung, Tuch einmal knicken. Das Ei hat hier eine Öffnung. So festhalten, seht ihr? Dann das Tuch so drüber legen. Sein Tuch ist natürlich durchsichtbar. Man sieht das Ei fast durch. Und deswegen sollte man wahrscheinlich hier so einen Knick reinmachen, dass man es nicht so sieht. Aber ihr seht es schon, das Seidentuch. Dann nimmt man die andere Hand. Steckt das Ei natürlich unten rein. Jetzt steckt man das Tuch in der Faust. Jetzt kann man natürlich irgendeinen Zauberspruch sagen. Und dann macht man das auf. Zack. Und man hat ein Ei. Man hat ein simples Ei. Hä? Das war ja jetzt wohl ein cooler Zaubertrick. Gehe ich mal von aus. Ich habe jetzt ein gelbes Seidentuch zu ein Ei geformt oder gemacht. Man kann es natürlich auch anders machen. Ihr seht, man stopft es nämlich nur mit dem Finger da rein. Aber man kann es ja auch auf irgendeine andere Weise machen. Aber es ist schon auf eine Art witzig gemacht. Ja, ein gelbes Tuch. Immer wieder in der Faust reinquetschen, weil die ziemlich eng ist. Aber kadabra. Und dann, zack, hat man ein Ei. Ja, doch. Ich glaube, wenn ich lange genug übe, dann kann ich das sogar vorführen. Aber wollte ich euch nur mal zeigen, es gibt schon kurioses Spielzeug. Ja, das zählt ja natürlich unter einen Zaubertrick. Ich weiß auch nicht, wie alt es ist. Also wer sich damit auf jeden Fall richtig gut auskennt, möge mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare schreiben. Und ihr natürlich alle anderen Zuschauer, wie ihr es findet, was ihr davon haltet, dass ich so altes Spielzeug, ungewöhnliches Spielzeug, Zaubertricks euch immer wieder mal vorführe. Weil ihr kennt ja meinen Kanal, immer wieder was anderes. Aber das muss ich sagen, wenn ich das lange genug übe, dann könnte das sogar was werden. Na, und jetzt kommt Hokus Pokus Fidibus, wie man so schön sagt. Und zack, ein Ei. Perfekt. Also, ihr schreibt mir natürlich jetzt alles in die
Kommentare darüber, wie ihr es findet, was ihr davon haltet, ob ihr es vielleicht kennt oder nicht kennt. Ich versuche natürlich so Zaubertricks unter ein Video zu verlinken, falls einer Lust drauf hat, wo ihr sie sicher und bequem wisst ihr ja bestellen könnt. Ansonsten war es das mal wieder ein Infovideo, was man mit ein gelbes Seidentuch so machen kann. Oh, muss man es natürlich wieder rauskriegen. Aber ich würde kein gelbes nehmen, weil man doch, wenn das Licht so ein bisschen scheint, das Ei durchsieht. Eine andere Farbe wäre vielleicht schöner gewesen, aber das ist nur dabei. Wie gesagt, das war jetzt Seidentuch zum Ei zaubern, so wie es übersetzt ist. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.